Gut, kommen wir zur nächsten Frage. Eine sehr interessante Frage, wie ich finde, denn ich lebe auch in Berlin-Neukölln und habe mich oft dasselbe gefragt wie diese junge Dame. Und zwar, ich fahre jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit, fahre ich immer eine Hasenheide vorbei. Ich fahre auch ganz gerne durch den Park. Und ich werde jeden Tag angequatscht, ob ich nicht irgendwelche Drogen kaufen möchte. Und wieso ist denn eigentlich nie jemand da, der mal aufpasst oder, ich meine, ja, eine Razzia quasi macht? Gut, vielen Dank. Werden wir Sie fragen. Dankeschön. Sie werden die Hasenheide ja auch kennen und wahrscheinlich auch die Personen, die dort in den Büschen stehen. Ja. Das ist ein Zentrum, das wissen wir, das weiß auch die Polizei, auch die Berliner Polizei. Und deshalb werden da ja auch immer wieder Polizeistreifen hingeschickt. Aber sie können so etwas natürlich nicht rund um die Uhr bewachen. Und das ist ein Problem, mit dem wir umgehen müssen. Die Polizei versucht es immer wieder, aber sie werden es nicht endgültig austrocknen können. Denn wenn sie die Dealer, die Händler, die Kiffer von dort weghaben, dann werden sie nur verdrängen an einen anderen Platz. Entschuldigung, steckt da auch ein bisschen Strategie dahinter? Also, oder liegt es nur daran, dass die Polizei das nicht immer kontrollieren kann, weil sie nicht genug Personal hat dafür und so weiter? Das würde ja Tage in Anspruch nehmen. Oder ist es wirklich auch eine Strategie zu sagen, lieber wissen wir, wo die Zentren sind, und es ist die Hasenheide, aber auch das Cottbusser Tor, der Görlitzer Park, um nur einige zu nennen. Wir können es kontrollieren, weil wir wissen, wo es sich aufhält. Oder ist es dann doch Fachkräftemangel und Also es ist keine Strategie, dass man gerne an bestimmten Plätzen irgendwie die Szene haben will, sondern die Szene bildet sich an bestimmten Plätzen und die Polizei versucht, da der Szene dann irgendwie Schwierigkeiten zu machen und versucht, sie auszutrocknen. Aber wir wissen eben, dass sie dann nur in andere Richtungen geht. Gut, kommen wir zur nächsten Frage. Es geht weiterhin um Cannabis. Das ist jetzt aber auch der letzte Clip. Also, mich würde mal interessieren, warum bestimmte Drogen wie Alkohol legalisiert ist, aber dafür Marihuana nicht, obwohl Alkohol schlimmere Auswirkungen haben kann als Marihuana. Findest du, man sollte Marihuana legalisieren? Also, wenn, dann muss man konsequent sein und entweder beides verbieten oder beides legalisieren, auf jeden Fall. Immer der Vergleich zwischen Cannabis und Alkohol. Alkohol gehört zu unserer Gesellschaft, zu unserer Kultur schon seit Jahrhunderten. Cannabis und illegale Drogen nicht. Und Cannabis, wenn so viele Menschen Cannabis nehmen würden, konsumieren würden wie Alkohol, dann hätten wir wirklich ein ganz, ganz großes, noch ein viel, viel größeres Problem. Deshalb kann man einfach nicht immer sagen, Cannabis macht keine großen Probleme, Alkohol macht viel größere Probleme. Es ist richtig, dass wir sehr große Probleme auch mit Alkohol haben. In Deutschland wird sehr viel Alkohol konsumiert. Aber da ist es auch wieder so, dass 10% der Bevölkerung 50% des Gesamtkonsums an Alkohol konsumieren. Also es ist auch wieder eine spezielle Gruppe, die damit nicht umgehen kann. Und ich glaube, wenn man schon Suchtmittel hat, legale Suchtmittel, die auch zu unserer Kultur dazugehören und die uns auch schon Probleme machen, dann können wir nicht noch ein weiteres Problem hinzufügen, indem wir auch noch Cannabis legalisieren. Und beim Cannabis ist es auch so, das wird ja genommen, der Alkohol wird nicht unbedingt getrunken, um sich zu berauschen. Ich glaube, wenn Sie ein Glas Wein trinken, machen Sie das nicht, oder ein Bier, um sich zu berauschen. Beim Cannabis ist es etwas anderes. Da wird der Rausch schon gewollt. Es ist also eine ganz andere Intention. Nichtsdestotrotz sagt ja zum Beispiel der Weltgesundheitsbericht, der hat das ja untersucht und verglichen, Alkohol, Tabak, Cannabis und andere härtere Drogen, und sind zu dem Schluss gekommen, dass Cannabis die am wenigsten gesundheitsschädliche Droge ist. Ich will jetzt auf diesem Thema gar nicht weiter rumreiten, aber um nochmal zurückzukommen, was der junge Mann sagte, wäre es denn denkbar, dass man Alkohol zum Beispiel komplett verbietet?
Naja, das haben wir ja schon in den USA mal gehabt, nicht? Dass Alkohol verboten war. Und dann ist das Ganze nur in die Illegalität auch wieder abgerutscht. Also ich glaube, das werden wir nicht haben, dass wir Alkohol vollständig verbieten. Haben Sie eigentlich selbst schon mal gekifft? Nein. Nein? Nein. Denn Sie sind jetzt ja nun auch ein Kind der 68er. Ich glaube, Sie haben 71 Abitur gemacht. 69 Abitur gemacht. Das hätte ja durchaus mal vorkommen können, dass man auch im Teenager-Zeitalter dann... Nein, habe ich nicht gemacht. Ich komme aus einer Familie, wo wir sehr offen eigentlich miteinander umgegangen sind und wo meine Eltern das auch nicht in dem Sinne verboten hätten, dass sie haben mir nur die Gefahren deutlich gemacht. Und ich war ja als Austauschschülerin in den USA und habe in den USA einiges gesehen, was mich sehr abgeschreckt hat. Und da war ich 16 und das war dann so die Zeit, dass ich dann im Studium einfach auch nicht mehr das Bedürfnis hatte, da irgendetwas auszuprobieren. Gut, ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch.